Der Prismavent Aqua Atemgasbefeuchter wird geliefert. Also einmal der Befeuchter, dann das Stromkabel, der Heizdraht, das Kabel für den Heizdraht und die Temperatursonde. Wie gehen wir vor, um ihn zu betreiben? Wir schließen erstmal das Stromkabel an. Dazu legen wir die Temperatursonde hier rein. Stecken das Netzkabel und arretieren praktisch die Sonde mit dem Stromkabel und klicken dann den Temperatursonde auf das Kabel. Dann bereiten wir die Befeuchterkammer vor. Ich habe das schon mal getan. Ich habe schon Wasser aufgefüllt. Normalerweise findet dies automatisch statt durch diese Zuleitung, die kommt ins Sterilwasserpack. Wir entnehmen diese Kappen. Und ich drehe den einmal um es zu zeigen. Hier sehen Sie eine Lippe. Da drunter muss die Kante der Befeuchterkammer. Diese Platte hier, die Heizplatte, ist federvorbelastet. Sie drücken also die Platte hier runter, sodass die Kammer einrastet. Das gleiche hinten. Die Kammer rastet ein. Und nun können wir die Schlauchsysteme stecken. Ich bereite die Schlauchsysteme einmal vor. Stelle den zur Seite. Die Kammer wird immer zusammen mit den Schlauchsystemen geliefert. Eine Sache habe ich noch vergessen. Zusammen mit dem Prismavent Aqua kommt auch immer noch eine Karte, eine Kurzgebrauchsanweisung mit den verschiedenen Modi. Es sind drei Modi verfügbar und noch einem Alarmcode, der dann ablesbar ist und den Temperaturen, die in den einzelnen Modi zu erreichen sind. Wenn wir einen Heizdraht verwenden wollen, stecken wir den grünen Anschluss des Kabels auf diesen grünen Anschluss des Schlauches. Und zur Verwendung der Temperatursonde nehmen wir hier diese Kappe ab und wir nehmen am Patientenende die Kappe ab. Das können wir auch ganz abnehmen. Dieses Ende der Temperatursonde kommt auf das den patientenseitigen Anschluss. Dann wird das Kabel am Schlauch entlang verlegt. Und diese Temperaturabnahme kommt in dieses Loch hier unten. Schön rein, so dass es mittig liegt. Und nun können wir die Schläuche auf die Befeuchterkammer stecken. Auf der Befeuchterkammer steht In and Out. In bedeutet der Zugang vom Beatmungsgerät und den patientenseitigen Schlauch. Hier ist dann der Patient dran. Stecken wir auf den Ausgang, wo Out drauf steht. Dann haben wir zwei Kabel. Einmal einen blauen Anschluss. Den stecken wir hier in diese blaue Buchse. Und wir haben den gelben Anschluss, den gelben Stecker. Den stecken wir dort drauf. Wir haben jetzt die Schläuche angeschlossen. Wir haben die Temperatursonde und das Kabel angeschlossen. Temperatursonde und Kabel sind oder Heizdrahtkabel sind im Lieferumfang enthalten. Die müssen nicht angeschlossen werden. Wenn wir nichts dergleichen angeschlossen haben, dann sind wir im Modus Non-Heated Wire. Wenn wir nur den Heizdraht angeschlossen haben, dann sind wir im Heated Wire Calculated Modus. Und wenn wir beides angeschlossen haben, sind wir im Modus Heated Wire Temperature. In dem Modus ohne beide Kabel angeschlossen oder ohne den Sensor oder das Sensorkabel und den Heizdraht erreichen wir eine maximale Temperatur von 31 Grad. Wenn wir nur den Heizdraht anschließen und die Temperatursonde weglassen, erreichen wir eine maximale Temperatur von 34 Grad. Und wenn wir beides anschließen, erreichen wir eine maximale Temperatur von 36 Grad.
Im Einsatz sehen wir den Atemgasbefeuchter, der für die Beatmung eingesetzt werden kann und auch für die HIFU-Therapie, gleich in dem nächsten Video.